willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Mit Freude dürfen wir aus dem Arzt-Patienten-Seminar über autoimmune und cholestatische Lebererkrankungen vom 11. Juni 2022 am Universitätsspital Zürich die Vorträge online zur Verfügung stellen. Mit diesem Referat zum Thema Symptome lindern, was tun bei Juckreiz, Müdigkeit und Co. von Professor Dr. Andreas Krämer, leitender Arzt Hepatologie am Universitätsspital Zürich. Herzlich willkommen, Herr Professor Krämer. Symptome möchte ich Ihnen noch am Ende näher bringen. Das ist natürlich das, was Sie vor allem berührt, weil ob nun ein Leberwert erhöht ist oder nicht oder wie viel der erhöht ist, spüren Sie erstmal gar nicht. Und für Sie ist ja viel entscheidender, geht es mir gut? Und das ist eben oft das Problem, diese Symptome werden nicht erfragt. Da müssen Sie auch als Patientin und als Patient aktiv Ihre behandelnden Ärzte aussprechen und viele werden es dann auch vielleicht abtun. Und warum tun Sie es ab? Weil Sie gar nicht so recht wissen, wie man es behandeln soll. Und das ist die große Herausforderung, die es gilt, in den nächsten Jahren zu lösen. Und auch hier werden wir neue Medikamentenentwicklungen sehen. Und ich möchte so ein bisschen auf die Symptome eingehen. Einmal die Müdigkeit, die Fatigue, den Juckreiz, die trockenen Schleimhäute. Wir nennen das Sicker-Syndrom, Knochenschmerzen, Osteoporose, also der Knochenschwund. Und vielleicht, wenn Zeit ist, noch auf die Hyperlipoproteinämie. Sind denn nun Symptome wirklich häufig? Wenn Sie Behandler fragen, sagen die, 5% meiner Patienten haben Juckreiz, mehr wird es nicht sein. In Wirklichkeit ist es nicht so, weil wir die Patienten oft gar nicht danach befragen, sondern wir schauen den Laborzettel an und sagen, ist doch gar nicht so schlecht, Frau Meier, wir sehen uns im Jahr wieder. Und nach 5 Minuten sozusagen sind Sie wieder herausgeschickt worden. Das ist leider die Realität. Wenn wir dann aber uns die Zeit nehmen, die Patienten zu befragen, dann sagen uns 2/3 der Patienten, ja, die Lebensqualität ist eingeschränkt. Und wenn man dann so nach Symptomen fragt, dann sehen wir hier nur 8% der PBC-Patienten in dem Fall haben angegeben, gar keine Symptome zu haben. Das ist natürlich echt wenig und bedarf eben mehr, sage ich mal, Begleitung und Unterstützung und vielleicht auch einer medikamentösen Therapie, wenn es anderweitig nicht geht. Fatigue ist etwas anderes, als wenn wir nach einem Arbeitstag müde nach Hause kommen und uns auf die Couch setzen und vom Fernseher einschlafen, sondern Fatigue bedeutet, dass ganz klassisch bei der PBC das ganz, ganz schlimm ist, dass die Patientinnen oder Patienten mit der Einkaufstüte es noch nach Hause schaffen, aber nicht mehr die Energie aufbringen können, die Milch in den Kühlschrank zu stellen. Das ist Fatigue. Also eine deutlich über das normale Maß einer Müdigkeit, wie das vielleicht viele von uns kennen, hinausgehende Erschöpfungszustände, die den Lebensablauf total zerstören können. Und das ist sozusagen Fatigue und da wird natürlich auch nochmal in Schweregraden unterschieden, aber es ist deutlich mehr, als wir vielleicht denken. Und was können wir machen? Es gibt kein Medikament, es gibt keine Substanz, die diese Fatigue erstmal behebt. Und deswegen ist es so wichtig, andere Ursachen auszuschließen, weil es gibt 10.000 Gründe für Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Erschöpfung. Und das Wichtigste ist erstmal bei Autoimmunerkrankungen an Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse zu denken, weil die Schilddrüse ist ihr Motor. Wenn die Schilddrüse nicht genügend Hormone macht und wir sind hier in einem Jodmangelgebiet, das heißt, ganz viele Leute werden eine Schilddrüsenunterentwicklung entwickeln in der Schweiz, weil der Seefisch es nicht ganz schafft, bis hier rauf. Sie essen viel zu wenig Jod und Jod ist vor allem im Meer ganz viel und in entsprechenden, sage ich mal, Produkten aus dem Meer und jodiertes Salz, so viel Salz können Sie gar nicht essen, als dass Sie das ausreichend kompensieren können. Was ist noch wichtig? Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die eben häufig mit diesen autoimmunen Lebererkrankungen assoziiert ist. Deswegen sollte man unbedingt danach einmal suchen und sie dann auch entsprechend behandeln. Wenn Sie ganz schlimmen Juckreiz haben, nachts und nicht schlafen können, können Sie sich auch vorstellen, dass Sie sehr, sehr müde sind.
Das heißt, nächtlichen Juckreiz gilt es, so gut es geht, zu behandeln, dass sie einen guten Nachtschlaf haben. Blutarmut, Anämie. Ja, wenn sie nicht genügend Sauerstofftransporter haben, sind sie auch müde. Wenn sie eine Zuckererkrankung haben, die nicht optimal behandelt sind. Wenn sie eine Depression haben. Wenn das Herz nicht gut funktioniert. Und die Liste ist noch ganz, ganz lange. Ich habe Ihnen nur aufgezeigt, besprechen Sie sowas mit Ihrem Arzt. Gibt es andere Gründe, die man vielleicht noch verbessern kann? Ich bin großer Fan. Bei der PBC gibt es Antikörper gegen diese Kraftwerke ihrer Zellen, die Mitochondrien. Und das Coenzym Q10 ist ein Teil dieser Mitochondrien, dieser Energieträger. Und das substituiere ich gerne bei meinen Patienten, Coenzym Q10. Und wenn Sie dann oft diese 10, 20 Milligramm verschrieben bekommen, dann müssen Sie wissen, Sie brauchen 2 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also mit 10 Milligramm reißen Sie da gar nichts, ja? Sondern da müssen Sie entsprechend mehr zu sich nehmen. Und dazu gibt es auch eine Studie, die das untersucht hat. S-Adenosylmethionin klingt ganz komisch, ist auch ein Stoff aus dem Körper. Das ist kein Medikament, sondern ist ein Intermediat, was auch im Vitamin B12-Stoffwechsel und Energiestoffwechsel eine wichtige Rolle spielt. Und auch hier gibt es Studien, die das gezeigt haben. Auch das ist quasi ein, wenn Sie so wollen, Nahrungsergänzungsmittel. Das kriegen Sie nicht rezeptiert. Das müssen Sie sich quasi so kaufen, über die internationale Apotheke meist. Sonst ist es nicht gut erhältlich in der Schweiz. Aber das kann Ihnen auch helfen. Modafinil ist ein atypisches Neuroleptikum, kann ich nicht empfehlen, gibt sehr viele Nebenwirkungen, das kann man im Einzelfall machen. Und Rituximab hat man wirklich mal in einer Studie untersucht, das hat keinen Benefit gemacht. Das ist ein Antikörper gegen antikörperbildende Zellen, also gegen unsere B-Zellen oder die Vorstufen, die die Antikörper machen. Gibt es was Neues? Ja, auch wir versuchen hier sozusagen die Medizin voranzubringen. Golexanolon ist etwas, was am sozusagen GABA-Rezeptor wirkt. Was ist das? Das ist ein Rezeptor, der Nervenzellen so ein bisschen lahmlegt. Und Neurosteroide, die eben akkumulieren bei unseren Patienten, die machen das. Die legen diesen Rezeptor sozusagen lahm und dieses Medikament antagonisiert das. Ganz spannendes Prinzip und hier wird es eine Phase-2-Studie geben, an der wir auch teilnehmen werden. Das heißt, wenn Sie so ein Symptom haben, fragen Sie Ihr Zentrum nach, ob Sie da vielleicht teilnehmen können. Sie haben quasi die Chance zu testen, ob das eine Substanz ist, die bei Ihnen einen Benefit hat. Dann können Sie vielleicht in Phase-3-Studien teilnehmen oder wissen zumindest vielleicht für die Zukunft, wenn es in vielen Jahren mal am Markt sein sollte, dass das einen Nutzen hat. Juckreiz. Ganz viele Patientinnen und Patienten leiden an Juckreiz. Häufig wird nicht so viel gekratzt, dass die Haut blutet und so Juckknötchen entstehen wie hier. Das muss man wissen. Viele Ärzte, sage ich mal, ja, verharmlosen das dann, wenn man gar nicht so schlimme Kratzspuren sieht. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Trotzdem ist es so, die Hautpflege ist ganz entscheidend. Sie müssen die Haut pflegen, pflegen, pflegen. Und ich sage immer meinen Patienten und Patienten, denken Sie an meinen Namen, cremen, 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 ja, jeden Tag und spätestens nach dem Duschen nochmal. Klassisch Handinnenflächen und Fußsohlen sind betroffen. Ja, das ist sozusagen was, was ganz typisch ist für den Juckreiz bei Lebererkrankungen, den haben wir sonst so nicht. Das heißt, für die Ärzte, wenn sie sowas hören und die Handinnenfläche schaut erstmal normal aus, da ist keine Hauterkrankung, dann muss man an die Leber denken. Warum juckt es, wenn die Leber streikt? Das wissen wir nicht so recht. Da machen wir viel Forschungsarbeit auch dran, aber wir haben es am Ende des Tages noch nicht so ganz verstanden. Dann gab es die Frage mit Ernährung und Juckreiz. Ja, in der Tat, es gibt Triggerfaktoren. Ich habe Ihnen mal so ein paar Sachen hier abgebildet. Das können Nüsse sein, das können histaminhaltige Nahrungsmittel sein, auch wie in der Schokolade. Es kann Säure sein, es kann scharfes Essen sein, es kann Alkohol sein. Hitze im Allgemeinen macht den Juckreiz schlechter. Kühlen macht ihn besser. Das heißt, wenn Sie duschen, am Ende kalt duschen.
nehmen Sie möglichst nicht dicke, womöglich noch Tierwolle, das macht das ganz schlimm. Sie müssen ganz lockere Baumwollkleidung tragen und kühlen ist sicherlich ein wichtiger Faktor hier, gerade im Sommer, auch wenn es mal heißer ist. Wie können wir ihn behandeln? Das ist die Leitlinie, da möchte ich im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, was es für Substanzen gibt. Des Cholestyramins sind Austauscherharze, die binden verschiedene Substanzen der Galle im Darmlumen. Das ist zugelassen, bringt aber in meinen Augen meistens nichts. Das Rifampicin ist ein Antibiotikum. Davon haben Sie schon gehört vorhin bei den pädiatrischen Erkrankungen. Das ist das effektivste Medikament, aber, großes Aber, macht ganz viele Medikamenteninteraktionen. Die Antibabypille wirkt nicht mehr, es wirken nicht blutgerinnende Medikamente mehr, Antiepileptika wirken nicht mehr. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ganz wichtig. Aber wenn es geht, dann ist es super. Und dann brauchen wir gar nicht die Antibiotikadosis, die wir sonst einnehmen, sondern dann reichen oft eben diese super niedrigen Dosierungen von 150 Milligramm. Naltrexon, Sertralin, möchte nicht darauf eingehen, aber im Alltag oft nicht so richtig effektiv. Und dann gibt es ganz viele experimentelle Sachen, machen wir auch, wenn wir nicht so weiterkommen. Lebertransplantation nur wegen Juckreiz ist eine Rarität, aber wenn manchmal gar nichts hilft, die Lebertransplantation macht meistens den Juckreiz besser. Leider nicht immer, es gibt Fälle, wo das auch dann nicht besser wird, deswegen sind wir da auch sehr zurückhaltend. Und was machen wir jetzt, wenn dann irgendwie doch alles nicht hilft? Ja, das ist ja schon manchmal eine Qual. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist nicht so wie eine Mücke, die nachts kommt und dann juckt irgendwo so ein bisschen der Fuß, sondern es juckt Locke bis Socke 24 Stunden, 365 Tage. Und das ist das Schlimme daran. Und gibt es nun Hoffnung? Bezafibrat ist sicherlich eine Substanz, die habe ich Ihnen schon gezeigt für diese PBC-Behandlung. Da gibt es Patienten, die sehr gut drauf ansprechen, andere leider nicht so gut, aber das ist eine Studie, die eben gezeigt hat, Sie sehen das hier ganz rechts, das ist die gelbe Kurve, das sind die Patienten, die haben Bezafibrat bekommen, da wurde der Juckreiz besser und wenn man es abgesetzt hat, dann wurde er wieder schlechter und wenn man die Zuckerkontrolle genommen hat, gab es keinen relevanten Nutzen. Also das bringt schon was, auch in so einer Studie untersucht, aber es ist sicherlich so, dass davon nicht alle Patienten profitieren. Es gibt Muskelschmerzen, die Niere ist wichtig zu beachten, auch die Leber kann darunter leiden, das muss man wissen. Es gibt auch eine Leberentzündung, so bei 5 von 100 Patienten, das muss man nur im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Medikament ist, weil wir nicht nur den Juckreiz behandeln, sondern auch die zugrunde liegende Lebererkrankung sich verbessert. Von diesen Inhibitoren, dieser Gallensalzwiederaufnahmehemmer, haben Sie ebenfalls gehört, IBAT, Ileal Bile Acid Transporter. Sie müssen sich vorstellen, die Galle mit dem Essen wird hier ausgeschieden in den Darm. Die kommt hier blub in den Dünndarm hinein und dann geht es hier durch 7 Meter Dünndarm oder 5 Meter Dünndarm und am Ende des Dünndarms werden die Gallensäuren selektiv wieder rausgeholt und zur Leber zurücktransportiert. Und Gallensäuren spielen da vielleicht eine Rolle. Wir wissen es noch nicht so genau, wie es funktioniert, aber wenn man diese Aufnahme hemmt, dann gelangen die Gallensäuren nicht mehr zurück zur Leber, sondern werden mit dem Stuhl ausgeschieden. Das kann mal Durchfälle machen, die ein Problem darstellen. Aber der Juckreiz ist deutlich gebessert und 5 Substanzen werden da momentan untersucht, entwickelt. 2 sind schon zugelassen, Maraliximab, Odevixibat. Sie müssen sich das gar nicht merken, aber ich will Ihnen nur sagen, auch wir führen hier Studien durch zu diesen Medikamenten. Also wenn Sie Juckreiz haben, gibt es auch hier die Möglichkeit, an Studien teilzunehmen, solche Medikamente zu testen, ob die Ihnen Linderung verschaffen. Trockene Schleimhäute, ein relevantes Problem. Sie müssen Ihren Patienten, Ihren Arzt oder Ärztin darauf ansprechen. Der wird das nicht von selber tun.
Aber wenn Sie wie ein Fremdkörpergefühl haben, der Mund ist immer trocken, fragen Sie mal nach. Man kann da sozusagen was machen, die trockenen Augen. Es gibt gute Tränenersatzmittel, Augengel zur Nacht empfehle ich immer. Das macht zwar so einen Schleier, aber nachts, wenn Sie die Augen zu haben, schlafen, ist das kein Problem und es schützt Ihre Hornhaut. Es gibt auch Augentropfen, die noch spezielle Substanzen enthalten. Hier Parasympathetika und Linolsäure, die das ebenfalls positiv beeinflussen. Trockener Mund ist wichtig, klar, viel trinken, Speichelproduktion anregen, Kaugummi kauen etc. Ganz wichtig, Dentalhygiene. Warum? Weil sie viel leichter Karies entwickeln, wenn da die Speicheldrüsen nicht genügend Flüssigkeit produzieren. Und Medikamente bin ich extremst zurückhaltend, weil da können Sie nur systemisch wirkende Medikamente nehmen. Das würde ich wirklich für einzelne Ausnahmen machen. Und bei den Frauen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das diskutiert. Nicht nur die Schleimhaut hier oben, sondern auch da unten sind einfach trocken und da brauchen Sie dann entsprechend feuchtigkeitsspendende Präparate. Das ist ganz wichtig, sonst, sage ich mal, ist der Geschlechtsverkehr einfach extrem unangenehm für die betroffenen Patientinnen. Knochenschwund möchte ich noch kurz ansprechen. Sie müssen wissen, all diese cholestatischen Erkrankungen neigen zum Knochenschwund. Warum das so ist, im Detail ist sozusagen, es ist multifaktoriell, sicherlich ein Problem auch vom Vitamin D. Aber Sie müssen das wissen und deswegen muss man das testen. Man macht Knochenmessungen, Knochendichtemessungen, Osteodensitometrie genannt. Und je nachdem, wie gut oder schlecht Ihr Knochen mineralisiert ist, müssen wir das behandeln. Ich möchte nochmal aufs Vitamin D eingehen, weil mir meine Patientinnen und Patienten immer sagen, ja, ich gehe doch in die Sonne, ist doch alles gut. Ja, das stimmt natürlich schon, dass Sonne gut ist, auch für den Juckreiz übrigens. In vielen Fällen zumindest. Aber Vitamin D ist ein bisschen komplexer. Vitamin D wird in der Haut erstmal in so ein Vorvitamin umgewandelt und dann brauchen Sie hier dieses Organ, was leider immer erkrankt ist, wenn ein Patient zu mir kommt. Und wenn dieses Organ erkrankt ist, dann macht das leider nicht den nächsten Schritt so gut. Und das ist die Substanz 25-Cholehydroxycalciferol, die die Leber quasi herstellt. Das geben wir Ihnen als Vitamin D. Und das ist noch kein aktives Vitamin D, sondern das Vitamin D macht erst die Niere aktiv. Davor ist es immer noch eine Vorstufe, was wir geben. Deswegen ist eine Überdosierung praktisch nicht möglich. Aber wir ersetzen den Schritt, den die Leber macht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und in der Tat ist es so, wenn man sich anschaut, wie häufig sind denn Knochenbrüche, dann weiß man, die Wahrscheinlichkeit für Frakturen sozusagen nimmt ab, je höher der Vitamin-D-Spiegel ist. Ist der niedrig, hat man das hier auf 1 gesetzt und Sie sehen, je höher das ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit hier für Hüftfrakturen oder Oberschenkelfrakturen und andere Frakturen. Das heißt sozusagen, das spiegelt ganz klar wieder, Vitamin D korreliert mit Knochenbrüchen und das ist das Letzte, was wir vermeiden wollen, ist unnötige Knochenbrüche. Und wie viel Vitamin D muss ich dann nehmen? Dann sagen Sie mir, ja, ich nehme schon Vitamin D und dann schauen Sie mal auf Ihre Packung, was Sie da nehmen. 600 internationale Einheiten, 800 internationale Einheiten. Denken Sie, das klingt super, ja, 800 ist doch toll. Ja, und wenn Sie mal schauen, was Sie mit 1000 erreichen hier unten, der Vitamin D-Spiegel, mit 1000, da passiert fast gar nichts. Ja, Sie brauchen 5000 hier, um den Spiegel hier mal relevant anzuheben. Also das ist eben wichtig zu wissen. Sie brauchen hier eine entsprechende Dosis und am besten kontrolliert man das halt im Blut und schaut einmal nach, steigt der Vitamin-D-Spiegel adäquat an und wenn er das nicht tut, müssen Sie einfach mehr nehmen. Und das ist kein Medikament, sondern das ist ein körpereigener Stoff. Den kann der Körper normalerweise herstellen, aber mit einer kranken Leber und einem halben Jahr hier, ja, weiß nicht wie viel Quadratzentimeter Haut der Oberfläche gegenüber der Sonne, funktioniert das nicht gut. Also, Knochendichtemessung, je nachdem, wo Sie stehen, alle 1 bis 5 Jahre, Vitamin D ausreichend substituieren und wenn Knochenschwund da ist, dann auch entsprechend behandeln. Ganz, ganz, ganz wichtig, gibt es unterschiedliche Methoden von einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal alle 6 Monate. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, Hormonersatztherapien in höherer Dosis eher vermeiden, weil die den Knochenschwund fortschreiten lassen.
Und dann würde ich, glaube ich, das eher überspringen und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für das lehrreiche und spannende Referat, Herr Professor Krämer, und Ihr großes persönliches Engagement. Ganz herzlichen Dank.